Halli und Hallöchen, liebe Freunde, zurück zu einer neuen Folge von Children of Morta. Ja, das letzte Mal haben wir ja gemerkt oder mitgekriegt, da ist so eine Fäulnis und da ist so ein böser Dude, ja, scheinbar. Und ja, wir haben verschiedene Dungeons und können jetzt erstmal in die Kill-Dippo-Höhlen. Und ja, da versuchen wir unser Glück natürlich. Seidenhöhlen 1 von 3. Bodenwände und Decken sind von Netzen überzogen. Da wollen wir natürlich erstmal rein. Wir können jetzt mit John oder halt mit Linda spielen. Ich bin, glaube ich, nicht so der Bogentyp. Also zumindest nicht überall. Deswegen würde ich, glaube ich, bei John bleiben erstmal. Und wir schauen mal. A celestial shard chipped directly from the ancient crystal in the sanctuary. It would be the Bergsons' lifeline, a tether to pull them back home before death's fateful whisper. Aber vielleicht kommt sie ja mit. So als NPC. Das wäre natürlich schon geil. Aber es ist dann halt die Frage, ob die halt... Okay, so, warte mal. Y war das, X... Ach nee, das war Y. Das ist X, okay. Und das ist der... So, haben wir hier irgendwas? Nee. Okay, hier scheint jetzt erstmal nichts zu sein. Ah ja, und das war Ausweichen. Also, quasi A. So. Alter, wait, what? Hey, hört auf. So, okay, da ist Money, aber das brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, erstmal hier. So, und dann auf die Nase. Komm her. Butz. Das sieht nicht so cool aus, deswegen halten wir da mal schön Abstand. So, das meine ich nehmen wir natürlich gerne mit. Okay, hier ist nix. Ach, kommt schon. So, Money und Heilung, geil. Noch Money. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber die haben sich schon wieder gerade richtig lieb. So. Was ist das denn, Alter? Was ist das? Was macht das? Lol. Okay, das ist ein... Was den aber auch auf die Nase gibt. Okay, das ist gut. Putz, putz. Alles niederschnitzeln. So, okay. Jungs. Mm-mm. Jetzt nicht. Wenn Papi spielt, ist es immer ungünstig. So, hier können wir... Ja, das können wir kaputt machen. Okay. Da sind noch ein paar Dudes. Okay, wir haben einen neuen Fähigkeitenpunkt. Was haben wir hier? Fügt Nahkämpfern Schaden zu, wenn John ihre... Ja, machen wir einfach mal. Okay. Okay. Oh. Ah. Komm her. Hä? Ah. So, da ist noch eine. Okay. Hier sind noch solche ekligen Schleimis. Noch sowas? Okay. Okay. Hm.
Okay, hier ist nichts weiter. Hier ist nichts weiter. So, okay, Medicine brauchen wir nicht. Zumindest jetzt nicht. Oh, was ist denn hier? A not so innocent game of chance and memory. Ne, das war falsch. Okay, kann ich hier raus? Ja, danke. Okay. Das ist auch nicht... Ah! Money? So, weg mit euch hier. Okay, drei. Okay, drei. Okay, nee. Drei ist zwar richtig. Aua. Okay, drei. Zwei. Vier. Eins. Nice! Hier. Schluss. Lieb sein. Okay, was bist du denn? Du wirst von Flammen umgeben, die deinen Gegnern Schaden zufügen. Geil! Nehmen wir mit. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall die Medizin. Müssen wir halt wahrscheinlich aufpassen bei diesen Dingern hier. Oder? Ja. Das wird auch dadurch ausgelöst. Okay. So. Hier geht's weiter. Okay, die sind alle weg. Okay, kommt her. Komm her. Aha. So, das Money nehmen wir natürlich gerne mit. Diese Spinnen, ne? Die können scheinbar irgendwelche Netze schießen. Okay. Okay, ich verstehe. Die können Netze schießen und dann... Ja, haben die Netze geschossen. Ich weiß noch nicht ganz, was das macht. Hier war jetzt noch Money drin. Ui. Okay, hier ist auch nur Geld. Also fast nur, aber... Okay, hier ist nichts weiter. Oh. Okay. Ja, okay, die Netze machen mich quasi langsamer, verstehe. Und demzufolge angreifbarer. Ah, hier ist was. Okay. So, dann gehen wir hier weiter. Ein bisschen Medizin wäre mal wieder nicht verkehrt. Okay, hier ist nichts. Okay, gehen wir einfach mal weiter. Okay, hier ist mal wieder. So, die machen wir erstmal platt. Okay. Da ist noch so ein Dude. So, Spinne, komm her. Boah. Eieiei. Okay, hier kommen wir alle schön her. Aua. Ja, Medizin ist immer gut. Ein bisschen mehr wäre noch schön gewesen. Okay, hier ist nichts. Gehen wir weiter runter. Alter, what? Okay. Ich meine, die gehen ja noch, ne? Ich frag mich halt. Okay, wir haben einen Edelstein. So, oh, was ist noch?
Geld, das nehmen wir alles mit. So, hier ist noch ein Dude. Money. Und dann ist hier Sackgasse. Okay. Haben wir noch was? Nee. Aua! Oh Gott! Oh Gott! Oh ja. So. So, und jetzt Rinder in der Olga. Geil. So, wir haben 9 Fähigkeitenpunkt. Wir machen natürlich mehr Damage mit diesen Dings. Achso, wir brauchen 2. Ah ja. Okay, das hätte man wissen sollen. So, hier sind Stachelinos. So, hier war jetzt nichts mehr, ne? Ah ja, hier ist nur noch so eine Fledermaus. Da ist noch Geld übrig, okay. So, okay, what's that? Du hast den letzten Raum und dessen Portal gefunden. Du kannst dich von jedem beliebigen Ort auf dieser Etage hierher zurück teleportieren. Ah ja, okay. Was haben wir hier jetzt noch? Ein Fernkampfbegleiter, der in seiner... Ja, nimm mal mit. Mit dem kleinen Boy. So, weiter geht's. So, kurz mein Getränkchen hier umrühren. The thinnest strands of white fibers coated the ground and walls. Evidence of the Silk Caverns living up to their name. So, okay. Wo geht's weiter? Hier geht's weiter. Ah ja, okay, cool. So, ich hätte gern die hier, weil die scheinen ein bisschen gemeiner zu sein, tatsächlich. Wer bist denn du, Alter? Lol. Aua. Okay, der ist nicht cool. Ich merke schon. Ja. Aua. Oh Gott. Okay, wir haben ihn. Aber er hätte ruhig mal ein bisschen Leben schmeißen können. Komm her. So. Okay. So. Nichts? Lol. So, okay. So, hier haben wir noch was. So, okay. Ah, lol. Oh Gott, nein! Ich werde gleich sterben, oh Gott. Oh Gott, ich muss mich kurz... Okay, die sind nicht cool. Die sind gar nicht cool. Nee. Oh Gott. Oh Gott, nee, nee, nee. Weg, nein. Oh, Scheiße. The Bergson began to slip away. Oh, aber wir haben echt lange durchgehalten. Okay. Gasped for air as the celestial shard brought them back. A sensation no hero could become accustomed to. Also sind nicht wirklich gestorben scheinbar. As she heard John and Linda describe their foray, thoughts. Vor allem für Linda, die gar nicht dabei war. The corruption had amplified the creature's wickedness, and no longer were they part of the harmony, the Rhea. With the new threats looming, Margaret asked Ben to prepare his workshop.
he would have to take charge of enhancing the warrior family's weapons and armor. Ah ja. Ja, weil der humpelt scheinbar. Also der hatte scheinbar irgendwas in seinem Bein da. Ich glaube, der hatte so ein Holzbein. Okay. Uncle Ben reached out to the familiar warmth of the forge. If they were to reach the top of Mount Morta, their equipment need to be of the highest quality. So. Ah ja. Onkel Ben verwendet Morph dazu, die Ausrüstung, Waffen und damit die Hauptattribute der gesamten... Morph, okay. Die sind die Hauptattribute der Familie. Die Beschreibung, okay. Okay. Ah, ich muss das nehmen, okay. So, wir haben jetzt Maximalgesundheit Dings und wir könnten noch Primärangriffe und Geschwindigkeit. Wir machen mal noch Primärangriffe. So. Onkel Ben kann die Ausrüstung. Okay. Ah ja. When light faded from the sky and most were fast asleep, Mary would write about her family, immortalizing them for future generations. Okay. Bibliothek. Ben. Okay, weiter gibt's nicht. So, wir gucken aber uns, wir machen den Dungeon nochmal, müssen wir ja, sonst geht's ja auch gar nicht vorwärts. Hier nochmal in die Seidenhöhlen. Aber wir nehmen diesmal die Linda, um einfach mal reinzugucken, was die so macht. Was die so kann. Linda schaltet ihr Gegner aus sicherer Entfernung mit Bogen. Mit rechts kannst du zugleich ziehen und dich bewegen. Okay. Okay, ich verstehe. Und sie kann zweimal ausweichen. Okay. Dann laden wir jetzt noch. So, und dann starten wir mal. So, wo seid ihr? Okay. So, okay. So, die nehmen wir noch weg hier. So, und das. Das noch. Aua. Eigentlich ist sie jetzt nicht so schlecht. Du musst halt echt ein bisschen gucken, wie du halt zielst, ne? Das Zielen ist halt echt so eine kleine Schwierigkeit. Okay. Auch wenn hier schon der Ausgang ist. Oh Gott. Wir müssen mal hoch, ja. Ja. Okay, wir haben einen Fähigkeitenpunkt. Was kann sie denn? Linda schießt einen Pfeil gen Himmel. Okay. Wir machen erstmal die Hauptfähigkeit. Ja, okay. Das klingt ja erstmal nicht verkehrt. Weg mit dir. So, kommt mit. Au, das war dumm. Ich hatte natürlich weniger Leben als der gute John. Weil ich bin ja auch nur ein Fernkämpfer. Das heißt, ich dürfte eigentlich gar nicht immer so viel auf die Schnauze kriegen. Außer ich stelle mich halt an wie der letzte Dulli. So. Okay, das war der... Das war die Fähigkeit. So. Oh. Naja. Ah. Wie war's? 3, 2,
Nein. Also 3, 2, 1, 4 diesmal. Aua. Okay. 3, 2, 1, 4. Hey Jungs, jetzt hört aber mal auf. Genug jetzt. Okay, diesmal gab es nur einen Haufen Morph. Auch nicht schlecht. So, dann war ja da hinten, glaube ich, schon die Tür. Wenn nicht alles täuscht. Jawohl. Okay. Ah ja, hier haben wir eine Truhe. Bisschen Leben, das ist gut. Oh. Okay. Bisschen Morph. Okay. Die sind halt für sie halt echt ein bisschen schwierig, diese lila Dinger. Also die größeren, die so aussehen wie kleine Kobolde. Weil die halt auch noch sehr schnell sich bewegen. Das macht es halt nicht unbedingt einfacher. Alter. Aua. Dann schießt er auf ihn. Ja. Geht doch. So, hier haben wir... Oh, jetzt sind wir schon wieder fast tot, ey. Die sind halt... Die meine ich halt, ne? Die sind halt echt ein bisschen schwierig. Ja, wir wollen... Es kostet wieder... okay. So, okay. Das Morph lassen wir da jetzt liegen. Ich will jetzt nicht noch irgendwie mir Schaden extra einfangen, nur weil ich mich wieder anstelle wie der letzte Dulli. Ach, genau. Genau, nämlich durch sowas. So, dann haben wir hier noch Morph. Morph ist auch, klingt auch ein bisschen. Auch eine interessante Bezeichnung. Oh Gott. Das hat echt aufpassen, ne? Das hat echt aufpassen, dass ich, ich glaube, wir gehen erstmal hier hoch. Oh. Oder auch nicht. Ich kann nicht ausweichen. Okay. Alter, was ist denn hier alles? Kiste.
Okay. Nein. Ein bisschen Leben wäre mal nice gewesen, Freunde. Also ihre Fähigkeit ist natürlich halt auch schneller regeneriert als die vom guten John. So, hier ist dann Isergasse. Okay, und hier ist ein Anzugsding. Okay. So, ist jetzt hier noch irgendwas? Ne, hier ist Sackgasse. Hier waren wir jetzt. Okay, dann geht's jetzt hier weiter. Oh, wir haben es geschafft. Den ersten Dungeon. Also, die erste Ebene. So. Drei Gesteinsbrocken fallen vom Himmel. Ja. RB, ja. Okay. So, auf geht's. So, und dann bin ich wieder da, oder was? Ja, okay, verstehe. So, wir gehen erstmal rein in die Olga. The halls of Anaya Dyer, so mesmerizing in their magnificence, were to be found at the end of a long road. And a hero never knows what is waiting them at the end of a road. Moving is more important than reaching. Der Weg ist das Ziel. Okay, hier ist dann aber auch nichts, ne. Erstmal gleich wieder Fehler gemacht. Erstmal auszuweichen. Nee, erstmal. So, hier haben wir so eine Truhe. Da ist nur Morph drin. Das ist natürlich dumm. Bisschen New Life wäre geil gewesen. So, na gut. Okay. Hier ist was. Oh, das ist nicht cool. Alter, komm ab. Okay. Oh. Die hätte ich jetzt gerade gar nicht für vorgenommen. Okay. Jetzt noch mal. Ah! Aber. Gar nicht so viel Morph. Also schon, ja, aber. Oh Gott. Erstmal in die falsche Richtung schießen. Nee, fick dich. Okay. Okay. Morph. Alles mitnehmen. Es sieht immer so viel aus, ne? Und dabei sind es dann immer nur so drei Münzen oder so. Oh.
Oh. Gerade, der gibt mir noch eine mit. Au. Oh. Neue Fähigkeiten. Wir haben jetzt... Achso, wir haben jetzt erst einen. Ach ja, na klar. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Au, au, au. Nee, ich hänge, ich hänge. Oh Gott. Oh. Alter. Hing ich erstmal an diesem scheiß Stein fest. Nee. Alter. Komm her. So, hier haben wir noch was. Auf die Money. Komm her. Au. Wollte gerade sagen, irgendwie komme ich doch besser mit ihr klar, als ich dachte. Aber doch nicht. In dem Moment kriege ich halt eins auf die Schnauze. Aber das war gut. Aber das wieder nicht. Alter, wie viel sind denn hier? Ja, hast du gedacht, ne? So, komm her. What's that? Ah, die Oma. What strange thing could have dragged grandmother this long? I don't know. The will of Rhea will flow in those still obelisks to aid the guardians. This was the only thing Margaret silently whispered. Okay. Ach, wir haben ja auch diese Geschwindigkeit. Wir haben ja auch diesen Dings hier, was ist denn das? Ah, und dann hat das eine Abklingzeit. Okay, von einer Minute. Hauptsache erstmal einsetzen den Mist. Okay. Fernkampfbegleiter nehmen wir auch gerne mit. So, und dann war da hier irgendwo schon eine Tür, oder? Also hier so ein... Oder? Ja. So, weg die Sau. Edelstein. Hopp. Okay, weg damit. Oh, wait. So. Hopp. Hopp. Treffen müsste man, ne? Was ist das? Ja, los geht's. Oh, nee. Okay, das ist immer gut. Weg mit dem. So, wir gehen mal nach und...
unten. Aua. Oh, und gleich wieder tot. Oh Gott. So, und los. Okay, morph, morph, morph. Ja, nehmen wir. So, da würde es schon weitergehen, aber ich möchte gerne den ganzen Dungeon noch sehen. Auch wenn ich dabei jetzt... Ach, das sind zwei Türen. Hm. Natürlich die Frage, ne? Was ist hier? Oh. Okay, ist eine Tür. Wir werden es wahrscheinlich übelst bereuen. Not all in the cave. Oh ja. Some were just traveling merchants stuck in a bind. Oh, au, 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 au. Putz. Oh, wir sind schon wieder hier. Okay, Welle 2. Na kommt. I'm ready for this shit. Au, 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 au. Ah, uff. Ja. The strange looking shopkeep dusted off his clothes, tipped his hat. He invited them to stop by his shop later. Promising something for all adventuring okay. needs. Da, was? Dariani erscheint ab jetzt in den Dungeons und bietet für etwas mehr auf seine Waren an. Okay. Was haben wir hier? Reduziert Wutabbau. Oh, von mir aus. Gut, okay. So. Haben wir noch was? Nix drin. Nix drin. Nicht cool. Was soll der Mist? Das brauchen wir auf jeden Fall. Hopp. Okay. So, wo ist dieser Gelbe dann davon? Da. Oh. Aua!
gib mir doch mal Leben. Nicht immer nur Geld. Okay, neuer Fertigkeitspunkt. Dann machen wir das jetzt. Was haben wir hier? Sobald du genügend. Oh ja, mhm. Okay, was haben wir hier? Die Familie bewegt sich gemeinsam und bleibt nah beieinander, wodurch die Geschwindigkeit der Gemeinde. Okay. Solange Linda sich nicht bewegt, verursachen ihre Pfeile mit jedem Schuss mehr Schaden. Okay. Linda treibt ihre Fähigkeiten kurzzeitig bis an ihre absoluten Grenzen und erhöht ihr Angriffstempo. Ah ja. Hier ist wieder nix. Hier ist auch nix. So, hier waren wir jetzt aber schon, ne? Genau, hier ist noch eine Truhe. Oh, wieder ein Haufen Mord. Okay, also war das nicht die Tür, die wir nehmen sollten, scheinbar. Also. Okay. Wir haben den zweiten Dungeon geschafft, aber wir werden das hier wahrscheinlich nicht schaffen, oder? Was ist das? Nur Morph, ey, die ganze Zeit. Wieder nur Morph. Auch nicht nur Geld. Auch Leben. Hm. Ist nicht so verstanden, ne? Oh, nee. Oh nee. Endboss oder was? Scheiße. Aua. Oh Gott. Nee, das wird nix. Ich sehe es jetzt schon. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nee, nee, nee. Fickt euch. Oh Gott. Oh Gott. Oh, drückt doch ausweichen. Oh nein. Hm. Okay. Huh. Crazy. Also sind echt weit gekommen. Verdammte Axt. Wir haben den Ladenbesitzer gerettet. Das kommt uns vielleicht zugute demnächst. Kevin's need to help all began when his elder brother Mark left the house. His brother was strong, making any near him feel safe. But he left Kevin. Though Uncle Ben knew what his nephew needed, a focal point for his aspirations. Mm-hmm. Der neue Krieger sein für uns? Man weiß es nicht. Jedes Mal, wenn Margaret eine Steintafel entziffert, gibt Rhea mehr Geheimnisse preis. Mit genügend Ressourcen kann sie dann die Familie stärken. The mysteries of the world were like open books to the wise. And words from the wise shall benefit man and beast. Okay. Margarets Buch des Wissens ist nun verfügbar. Sie kann Steintafeln in Dungeons entziffern und dadurch uraltes Wissen wiederentdecken, das den Bergsons auf ihrer gefährlichen Reise helfen kann. Okay, wir hätten quasi hier. Ja. Gut. Aber ich würde sagen, jetzt, das war's mit einer Folge Children of Morta. Ich weiß, sie ist ein bisschen länger. Aber wir haben es ja auch mit beiden Charakteren versucht. Die Story gucken wir dann beim nächsten Mal weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich gerne einen Daumen da. Vielen Dank fürs Einschalten und ich sage Tschüss. Bis dahin, bleibt geschmeidig.